Hallo, herzlich willkommen. Moin, moin, liebe Zuschauer. Wir müssen schnell weitermachen hier. Wir sind jetzt, würde ich mal sagen, im Finale. Eine ganz gute Teamkonstellation hier. Team Grün und Team Gelb leistet sich gerade einen ziemlich netten Fight. Was immer noch so der Fall ist, irgendwie zwei Rote, die auch kaum Beachtung finden. Vielleicht sollten wir die einfach mal versuchen. Wieso nicht? Einfach mal in die Offensive. Ich weiß nämlich nicht, ob sie überhaupt... Okay, sie haben einen Bogen. Und er hat genau den Punkt gerade, den wir nicht haben. Immerhin einen haben wir down, aber jetzt... Wenn du von hinten selbst angegriffen, vom Grün, bist du ein Trottel. Ja, jetzt sind wir tot. Wir sind tot, wir sind tot. Wir haben nur noch 1,5 Herz. Und wir haben 0 Herz. Ach, Mist. Da wollte man mal versuchen, irgendwie an Rot ranzukommen. Wird man aber von Grün aufgehalten. Nett Grün. In der Zwischenzeit, so wie es aussieht, bauen sie immer näher zu uns. Was haben wir denn hier Schönes? Einen alten Bogen. Aber das ganze Eisen hat sich irgendjemand anderes geholt. Können wir mal ein bisschen Gold in die Truhe tun? Das ist ja Mist, ne? Da tun wir uns noch gar nichts. Wir haben... Wir versuchen einfach in die Mitte zu kommen, um wieder das Gold zu kriegen. Naja, auf jeden Fall gibt es noch ein bisschen Action. Es wird jetzt nicht einfach nur noch ein Bogenspam-Kampf, sondern wir müssen uns jetzt wieder in die Mitte erkämpfen und Gold holen. Ja, du bist perfekt ausgerüstet. Mach irgendwas. Rot hat, wissen wir, immer noch einen Bogen. Und solange sie den noch haben und wir nicht wieder voll equipped sind, brauchen wir da auch nicht anzugreifen. Leider geht die Goldproduktion hier recht slowly. Jetzt haben wir wieder 4. Machen wir es auch ein bisschen wohnlich hier, ne? Schon wieder läuft er von alleine. Aber umso länger Grün braucht, umso besser eigentlich für uns. Da haben wir mal wieder einen roten Kollegen. Achso, und da haben wir auch einen grünen Kollegen. Den habe ich irgendwie... nicht so richtig wahrgenommen. Zack, 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 zack. Und weiter geht's. Nächste Runde. In the middle. Wir haben ja eigentlich schon eine Menge Gold gesichert. Wir könnten uns jetzt auch das beste Schwert holen. Oh, das war ja nicht so nett. Irgendwie haben wir auch die Blöcke vergessen. Ich glaube, Grün gewinnt jetzt. In Kürze. Das ganze Gold ist weg. Naja, hier ist das Gold. Holen wir uns zumindest mal den Stärke 1, den hier. So, ein bisschen sortieren. Dann sehen wir auch, wir als Waffe bisher nur den Stock haben. Blöcke haben wir.
Rot baut sich jetzt einfach nur noch hoch und will wahrscheinlich hier nachher rüberschweben oder so, kann ich mir vorstellen. Dass das irgendwie deren hinterhältige Taktik wird. Wir werden es erleben. Wir könnten doch versuchen, ihn einfach runterzuschießen, dann hätte sich das. Rot hat mittlerweile auch kein Bett mehr. Aber ich glaube, Grün ist gerade fies im Vormarsch. Das ist mein Kollege da unten. Nein. Wieder alles verloren. Es geht von vorne los. Na gut, rennen wir wieder schön blöd in die Mitte. Versuchen uns einfach nochmal ein bisschen Gold zu snacken. Leider klappt es ja irgendwie nicht so gut in letzter Zeit hier. Ach, du sammelst hier wahrscheinlich das ganze Eisen entspannt weg. So, dass auch keinen anderen was kriegen kann. Das ist immer nett. Nein, da hätten wir ihn fast runtergekriegt, aber auch nur fast. Versuchen wir es nochmal mit dem Stock vielleicht. Stock. Na ja, erstmal die Rüstung. Ein paar Blöcke. Sonst bauen wir uns vielleicht nochmal einen schöneren Weg nach drüben. Weil Grün läuft uns ein bisschen hier den Rang ab. Dass sie auch so schnell unsere Teamkiste zerstört haben, das verstehe ich gar nicht, wie sie das gemacht haben. Ja, so haben wir keine Chance gegen den. Und so sowieso nicht, ne, wenn wir von alleine laufen. Wir sind aber in Überzahl, also Team Gelb ist eigentlich zu viert. Solange dann auch meine Lenkung richtig funktioniert. Ich habe gerade einfach nur verrückt viele von den Blöcken. Dann würde ich sagen, nutzen wir die doch gerade mal. Um unser Bett noch ein bisschen weiträumiger abzusichern. Mal, hier ist ja auch noch eine gute Ausrüstung eigentlich. Ne? Bogen 1, hier sind zwei Bögen 1. Ich brauche nur ein Gold für ein Pfeil. Und schon kann man zumindest wieder Leute runterschießen. So, nochmal ein bisschen weitermachen hier. Was gerade so schön ist. Viel mehr. Machen wir einfach mal eine sinnlose Einbaufolge, würde ich sagen. Sichert uns später im Kampf auf jeden Fall mehr Zeit. Ein Stück noch. Was ist das hier? So soll das mal. Dann brauchen wir zumindest noch ein paar Steinblöcke. So, einer ist gestorben. Was ist rot? Ist mittlerweile auch komplett weg. Okay. Grün ist nur noch. Ach, zu dritt. Das ist Emelina. Die ist ganz gut. Sofern es eine sie ist.
Hör auf, ja genau, hör auf. Wir haben wieder 4 Gold, aber damit können wir gerade nichts anfangen. Gott, was für ein Riesenweg die da gebaut haben, ne? Das ist ja verrückt. Okay, 8 Gold. Würde für ein schönes, perfektes Schwert reichen. Was uns natürlich noch ein bisschen fehlt, genau, ist hier die gute Eisenrüstung. Eigentlich noch 2 Eisen, vielleicht mehr. Eins noch bitte. Ich glaube nämlich nicht, dass in der Basis eins liegt. Und dann sind wir sehr schön equipped. Und das ist auch dann so die finale Musik, die wir jetzt hier hören, hoffentlich. Mal gucken. Ein paar Blöcke noch mehr mit zu haben, kann nicht schaden. So, bestes Schwert am Mann. Dann vielleicht einen Goldapfel gleich snacken. Einmal Schutz überziehen. Ich weiß nicht genau, wie lange die Wirkung vom Goldapfel ist. Hier hauen wir uns erst kurz vorher rein. So, dann Hacks, klar, Junge. AMK. Was denn AMK? Aim Control. Hat er Aim Control angeschaltet? So, der da oben ist weg. Ja, was habt ihr denn hier gebaut? Ich snacke mal den goldenen Apfel. Okay, das Bett von Grün wurde schon zerstört. Und wir haben die Runde gewonnen. Naja, am Finale haben wir nicht mehr gerade groß teilgenommen. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie schon komplett durch waren. Sehr schön gemacht, Team. Wir haben eine Runde gewonnen.